Hallo und herzlich willkommen zurück bei Legend of Mana. Boah. Nachdem wir ja letztes Mal bewiesen haben, dass wir ein Fass in der Seele haben. Wortwörtlich. Was immer noch schräg ist. Aber man gewöhnt sich an schräge Quests in dem Spiel. So, ja. Ich will jetzt nochmal zu, dem... Wie hießen sie? Capella? Zu Capella schauen? Cowley, genau. Zu Capella und Cowley, ob da noch was ist? Wenn nicht, würde ich fast die Feen-Arc weitermachen. Da ist ja gar niemand. Hier kommt die Postbotin, das heißt, sonst ist auch nicht. Hier ist irgendwie nie was, da läuft nur die Postbotin rum. Und das Einzige, was mich in Domina immer interessiert, das kann ich auch schnell nachsehen. Ich glaube zwar nicht, dass da was ist, aber... ist, Kirche. Einfach weil ich das so seltsam finde. Man kann bis hier reingehen und der Typ schaut auch irgendwie interessant aus, aber bis jetzt war nie was mit ihm. Das rauen Hals heute. So. Die Göttin verkündet. Und die Mana-Energie. Ja, das ist also die Antwort. Verstehe. Oh, bitte verzeih mir. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Ich bin Pastor Nobel. Wer den Bedürftigen hilft, ist auf dem Pfad zur Erlösung. Worüber möchtest du sprechen? Über die Stadt? Das hier ist Dominia. Eine kleine Stadt, aber es fehlt uns an nichts. Bewohner? Ich habe hier viele Leute kennengelernt. Über wen möchtest du mehr wissen? Rachel. Sie ist die Tochter von Mark und Jennifer und arbeitet in der Stadtschenke. Sie war immer ein Wildfang, aber in letzter Zeit ist sie ziemlich still geworden. Mark sollte sich deswegen nicht den Kopf zerbrechen. Die Zeit kann viele Probleme lösen. Ich kenne Mai Mai, Fräulein Yuka, Mark und seine Frau Jennifer ziemlich gut. Über wen möchtest du mehr wissen? Wer ist Mai Mai? Ah, das ist die Wahrsagerin. Sie ist eine Wahrsagerin. Frag sie um Rat, wenn du nicht weiter weißt. Mai Mais Worte werden dir Trost spenden, ob du an solche Dinge glaubst oder nicht. Hoppala. Ellasul. Er könnte ein Chumi sein. Ich habe gelesen, dass die Chumi vom Aussterben bedroht sind. Das ist alles, was ich weiß. Die Mana-Göttin hat hier einen Schrein, genau wie diejenigen, die für sie gekämpft haben. Es gibt andere Glaubensrichtungen, doch nur die Mana-Göttin wird uns mit der Wahrheit erleuchten. Andere? Bei den Guardgrotten gibt es einen Tempel, in dem viele Nonnen ausgebildet werden. Das Mana ist dort stark. Es gibt noch einen Kult, der sich die Buddler nennt, aber sie verbreiten nichts als Lügen. Du darfst ihnen nicht zuhören. Okay. Es kommen immer viele Leute her, aber Dominia ist nie sehr wohlhabend gewesen. Obwohl das vielleicht dazu beigetragen hat, dass die Stadt im Laufe der Jahrhunderte den Verwüstungen unzähliger Kriege entgangen ist. Über Kämpfe? Ah, okay.
Wir existieren durch den Segen der Göttin. Worüber möchtest du mehr erfahren? Über Fantasie. Hast du mit den Sprösslingen gesprochen? Du solltest ihre Geschichten nicht glauben. Diese Stadt wurde über viele Generationen erbaut, nicht durch irgendeine Fantasie. Oh, wie sehr sie sich täuschen. Beten wir zur Göttin, damit sie auf den richtigen Weg führt. Damit sie sie auf den richtigen Weg führt. Okay. Möge ihr Segen mit dir sein. Okay. Also er hat sonst nichts. Okay. Jetzt halt noch eine kleine Runde durch Nomina und dann geht's auf zu den Guardgrotten, würde ich sagen. Ich meine, ich kann mit dir auch nochmal reden. Ich mag ihre Animation total. Ihr Zauberspruch. Du solltest hin und wieder eine Pause machen. Na komm, einmal noch. Suche nicht zu stolpern und hinzufallen. Soll das ein Tipp sein oder ist das einfach nur irgendwas? Oh, apropos, weil er gesagt hat, die Buddel, das können wir auch noch probieren. Ich weiß, es gibt noch irgendwas bei den Buddlern. Sondern hier war ich ja schon. Ist das da? Nein. Ich dachte kurz, da kann ich was interagieren, aber. Ja. Bei den Buddlern. Irgendwas gab es bei den Buddlern noch. Also wir können kurz zu den Buddlern schauen. Ah ja, hier geht die Yumi-Quest weiter. Und das war's dann auch schon. Okay. Ich frage mich, wo Kauli und Capella sind. Ich mag jetzt einen englischen Namen irgendwie mehr, Diddle. Kauli heißt im Englischen Diddle. Gefällt mir irgendwie besser. Die Buddler waren, glaube ich, in der in den Mekif-Höhlen? Oder in der Ulkan-Mine? Nein, ich glaube in der Mine. Ja, weil da ist ja auch unser lustiger Schmied. Das. Der Mausbär-Express. Oh, ja, ich habe tatsächlich was getriggert. Das ist gar nicht gut. Da kommt jemand. Keine Sorge, es geht alles nach Plan. Ei, ohne ihre heilige Töle sind die Buddler keine Bedrohung für uns. Dann beherrschen wir Land und Meer. Los! Hat das eine Durchlaucht Putti um Hilfe gerufen? Maus? Dann sind diese Pinguine mit seiner Durchlaucht verschwunden? Maus? Dafür werden sie bezahlen! Wo ist Putti? Du da! Du bist dafür auch irgendwie verantwortlich. Warum ich? Los, finde seine Durchlaucht, Fürst Putti! Maus? Mauba? P
Pinguine. Sollte mal wieder jemanden mitnehmen. Pinguine. Ja, wir könnten auf die Buccaneers schauen. Also auf die. Merkt man immer noch die englischen Namen. Auf die Freibeuter. Das ist, glaube ich, das Schiff der Pinguine. Ansonsten wüsste ich echt nicht wohin. Das oder nochmal zurück nach Domina und die Wahrsagerin befreien. Jetzt, wo ich weiß, dass das tatsächlich funktionieren kann. Ich war mir am Anfang nicht wirklich sicher, ob das tatsächlich so hinhaut, aber sie gibt tatsächlich Tipps, die was bringen. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Wir müssen weiter nach... Ja, wir müssen weiter nach oben. Perfekt. Gehe ich wieder runter? Hier war ich noch nie, oder? Wie kommt man hier raus? Ich muss sagen, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Aber es fehlt schon ein bisschen eine Karte. So ein bisschen zumindest, versteht ihr? Ja, dann bin ich hier falsch. Ja, wenigstens irgendeine Art von Übersichtskarte. Damit ich weiß, in welchen Bereichen ich jetzt schon war. Aber nicht, soweit ich weiß. Nee. Hoppla. Na komm. So, mal sehen, keine Ahnung. Ja, aber da gehe ich ja wieder runter, oder? Ja, da bin ich in der zweiten. Ich will ja nicht in die zweite. Ich will ja hier bleiben.
Ich will ja raus. Ja. Und ich weiß nicht, mein Glück auf der Freibeute versuchen. Ja, ich glaube, das wird sinnvoll. Einfach mal auf die Freibeute gehen. Aha, hat sich der Pastor immerhin schon was gebracht. Er hat mich drauf gebracht, dass hier vielleicht noch eine Quest sein könnte. Und tatsächlich ist hier eine. Oder wir können einmal noch kommen und unseren Schmied besuchen. Vielleicht hat er auch noch einer, das weiß ich nicht. Und ja. Die Freibeute war hier irgendwo. Da. Mal sehen, ob wir hier irgendwas finden. Hey du! Für die Kraft des Meeres. Wir sind Pinguine. Vielleicht werden wir zu Menschen. Ich glaube irgendwie nicht, dass das so funktioniert, aber... Ich laufe hier einfach mal rum. Valerie, mein Liebling, du gehst mir einfach nicht aus dem Kopf. Sommerliebe. Piraten verlieben sich nicht in Landratte. Falls ihr noch an die Quest erinnert, Sommerliebe. Das war, wo wir den verliebten Pinguinen geholfen haben. Oh, Unmengen Kisten. Fischfleisch. Unleserliche Schriftrolle. Fleisch. Äther. Okay, das ist das Schrägste hier drin. Ist das eine Fake-Kiste? Das ist eine Fake-Kiste. Sah schon irgendwie verdächtig aus. Mimics. Mimics in Spielen, das ist immer fantastisch. Das sind mit Abstand die fiesesten Gegner. Das sind Gegner. Oh, Moment, ich werde angerufen. Sorry. Ja. Natürlich werde ich immer dann angerufen, wo ich abheben muss, wenn ich aufnehme. Endlich einer erledigt. Erledige ihn, Drago! Ein Sternseher? Was ist das? Nein, hier. Ist das irgendeine Ausrüstung? Wir haben echt schon viel hier drin. Ja, da. Ein Winneck-Steinspeer. Hat 42, die hat 62. Dann bleiben wir dabei.
Ich glaube, das ist auch die beste Waffe im ganzen Spiel. Haha. Warte mal. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, meinte Niki letztens, dass die im Original nur verfügbar war. Oder zumindest in der Version, die ich damals gespielt habe mit ihr. Nur verfügbar war, wenn man einen gewissen Speicherstand von einem anderen Spiel, glaube ich, hatte. Aber frag mich jetzt nicht mehr, was für eins. Das ist die Frage, wo ist er hin? Okay. Die Frage ist, ist er jetzt wieder zurück? Ich meine, wir können einfach mal nachsehen gehen. Komme ich hier wieder runter? Wie komme ich hier wieder runter? Ja, das kennen wir schon. Nein! Ah, so kommt man wieder runter. Okay, dann sehen wir mal, ob Putti zurückgekommen ist. Ich frage mich, wie es denn da durchleicht geht. Du weißt nicht zufällig etwas, hm? Warum ist seine Durchleicht dann nicht zurückgekehrt? Du lügst. Das ist unmöglich, das glaube ich dir nicht. Auf keinen Fall. Okay, also hier ist er nicht. Gut. Ich mache hier einen kurzen Cut, lauf nochmal durch die Mine zurück zur Freibeuter und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tja, da sind wir wieder. Ich habe jetzt auf dem Weg zurück den Tipp bekommen. Die Freibeuter ist nur, wo man ihn befreit. Und er ist ganz woanders und das ist immer so. Woher soll ich das wissen? Typisch Legend of Mana. Du musst für jede Quest fast einmal alles abgehen, kann man sagen, damit du ja alles findest. Aber in dem Fall zeige ich es euch einfach, wenn ich es jetzt schon gehört habe. Und zwar am Strand, ich glaube in Bolbota. Ich bin immer für Tipps dankbar. Also in dem Spiel schon. In dem Spiel bin ich wirklich für jeden Tipp dankbar. Ich schätze mal, er ist hier. Da, wo wir auch Nicolo gefunden haben. Ja. Uff. Maus.
Seine Durchlaucht. Maus. Maub. Maub, 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 maub. Maus. Maus. Oh, endlich haben wir euch gefunden. Mausbären, ihr dürft jetzt weinen. Haltet euch nicht zurück, zeigt eure wahren Gefühle. Der Gesichtsausdruck von denen ist so schräg. Wo ist Putti, Ende? Einfach nur ein aufrecht gehender Hund, den sie angezogen haben, oder? Was ist der wirklich? Irgendwas Besonderes. Ich weiß nicht, ich kann das beim anderen nicht einschätzen. Aber ja. Aber das ist so typisch, also wenn ihr niemanden habt, der mehr über das Spiel weiß wie ich, dann ist am besten, ihr geht immer wieder, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, zu der Wahrsagerin und investiert ein bisschen Geld in die. Gibt euch normalerweise wirklich hilfreiche Tipps. Meistens. Kleiner Welpe? Nicht ganz. So. Heute habe ich von einem fiesen Macho gehört, der auf der Suche nach seinem Hündchen war. Ich mag spitze Schnauzen und wedelnde Hundeschwänze. Hunde sind viel niedlicher als Machos. Na schön. Haben wir wieder eine Quest geschafft. Langsam arbeiten wir uns durch. Irgendwann haben wir es. Ich will natürlich so viel herzeigen wie möglich. Also es wird schon noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, wir können noch einige Quests triggern. Ich weiß nicht, wie ich das mit Gilbert verkackt habe. Das bleibt das ewig hängen. Weil der einfach da steht und er sollte nicht mehr da stehen. Egal. Das habe ich jetzt schon oft genug durchgekaut, glaube ich. Na gut, Leute. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.